Was wäre die Welt für ein Ort, wenn keiner den Anspruch hätte, etwas richtig zu machen? Probleme würden seltener gelöst, Vorhaben schlechter umgesetzt und allgemein aller Fortschritt wohl verlangsamt. Keine Frage, wir brauchen einen Anspruch an uns selbst, Aufgaben im Leben möglichst gut zu bewältigen. Es gibt jedoch Menschen, die so besessen davon sind, alles richtig zu machen, dass sie nichts mehr wirklich fertig bekommen. Denn es könnte ja noch besser gehen. Die Rede ist vom Perfektionismus. Und was das ist und wo das herkommt, darum geht es jetzt. Hier ist zunächst wichtig zu verstehen, dass es die eine Definition von Perfektionismus nicht gibt. Aber es wurden in der Vergangenheit verschiedene Modelle erstellt, welche einzelne Facetten von Perfektionismus konkretisieren. Einer dieser Ansätze ist das Sechs-Facetten-Modell nach Frost, Martin, Lahart und Rosenblatt. Die Forschergruppe geht davon aus, dass Perfektionismus sich aus den Facetten Sorge über Fehler, Handlungszweifel, elterliche Erwartung, elterliche Kritik, persönliche Ansprüche und der Organisation des Einzelnen zusammensetzt. Ein Perfektionist ist laut dieser Definition demnach eine Person, die sich hohe Standards setzt, über eine ausgeprägte Organisiertheit und Werteordnung verfügt, stets versucht, keine Fehler zu machen, häufig Unentschlossenheit zeigt und einen großen Wert auf die Bewertung durch ihre Eltern legt. Ein weiterer Ansatz stammt von Hewitt und Flett, welche davon ausgehen, dass sich Perfektionismus vor allem aus drei Dimensionen zusammensetzt. Diese Dimensionen sind der selbstorientierte Perfektionismus, der sozial vorgeschriebene Perfektionismus und der fremdorientierte Perfektionismus. Nach diesem Ansatz sind Perfektionisten Personen, die sich selbst hohe Standards setzen, selbstorientiert, das Gefühl haben, dass andere hohe Erwartungen an sie haben, sozial vorgeschrieben, und gleichzeitig erwarten sie auch viel von anderen, fremdorientiert. Diese Perspektive versteht sich nicht nur als individuelles Phänomen, sondern auch als etwas, das in ein gesamtsoziales Konzept eingebettet ist. Das neueste Modell und auch das Modell, welches die Definition lieferte, nach der sich heute weitläufig gerichtet wird, stammt von Stöber und Otto aus dem Jahr 2006. Laut der Wissenschaftler ist Perfektionismus als Konstrukt zu begreifen, welches sich durch Ausprägungen auf zwei Dimensionen definiert. Diese Dimensionen sind das perfektionistische Streben und die perfektionistische Besorgnis. Diese beiden Dimensionen führen die vorangegangenen Modelle zusammen. Das perfektionistische Streben umfasst hohe persönliche Standards, Organisiertheit, selbstorientierter Perfektionismus und fremdorientierter Perfektionismus. Die perfektionistische Besorgnis umfasst Fehlersensibilität, leistungsbezogene Zweifel, sozial auferlegter Perfektionismus, Erwartungen und Kritik der Eltern. Die Erkenntnisse dieses zweidimensionalen Modells sind auch deshalb so interessant, weil sie eine Einteilung in gesunden und funktionalen Perfektionismus und in ungesunden und dysfunktionalen Perfektionismus erlauben. Ist die Dimension perfektionistisches Streben hoch ausgeprägt und die Dimension perfektionistische Besorgnis niedrig ausgeprägt, dann spricht man von einem gesunden und funktionalen Perfektionismus. Sind jedoch beide Dimensionen hoch ausgeprägt, dann ist von einem ungesunden und dysfunktionalen Perfektionismus die Rede. Personen, die dieser Gruppe angehören, wollen alles möglichst perfekt machen, kommen aber nicht damit klar, wenn sie scheitern. Und genau hier entsteht auch erst überhaupt das Problem am Perfektionismus, worauf wir später noch eingehen werden. Nach heutigem Kenntnisstand liegt die Antwort im sozialen Milieu und da besonders das in der Kindheit. Kinder, die immer wieder nachdrücklich zu Höchstleistungen angetrieben werden und nach guten Leistungen viel Lob und Aufmerksamkeit bekommen, tendieren dazu, perfektionistische Züge anzunehmen. Der Anspruch an gute Leistungen überträgt sich hierbei relativ direkt von den Eltern auf das Kind. Das Kind lernt, dass Leistung erwartet und von anderen bewertet wird. Liegt eine solche Entwicklungsgeschichte vor, resultiert daraus häufig eine hohe Ausprägung auf der Dimension perfektionistisches Streben. Hohe Ausprägungen auf der Dimension perfektionistische Besorgnis entstehen, wenn a. hohe Leistungen verlangt, aber Erfolge nicht belohnt werden und b. wenn hohe Leistungen verlangt wird, aber gleichzeitig eine niedrige Fehlertoleranz vorgelebt wird. Wenn Menschen immer und immer wieder zu hören bekommen, dass sie keine Fehler machen dürfen oder gar, dass sie wertlos und Versager sind, wenn sie an einer Aufgabe scheitern, dann entsteht eine Angst vor dem Scheitern und damit häufig ein ungesunder und dysfunktionaler Perfektionismus.
Diese Menschen bekommen Aufgaben häufig kaum fertig, da immer die Angst davor mitspielt, es könnte noch besser gehen. Man könnte einen Fehler übersehen haben und damit verbunden auch soziale Ängste. Was denken die anderen über mich? Ich will nicht als Versager angesehen werden. Über diese Schiene verläuft der Perfektionismus dann auch in eine gewisse Angst vor Kontrollverlust, besonders im sozialen Umfeld, dem sozialen Kontrollverlust. Folgen hat das viele, Prokrastination beispielsweise, ein krankhaftes Aufschiebeverhalten wird durch diesen Perfektionismus gespeist. Muss man etwas erledigen und hat gleichzeitig aber große Angst, dass es nicht perfekt wird, dann ist der Ausweg da häufig: Das mache ich morgen, das mache ich morgen, das mache ich morgen. Werden Menschen aufgrund dieser Probleme ihren Alltagsaufgaben nicht mehr gerecht, resultiert nicht selten eine Depression oder Angststörung daraus. Die gute Nachricht zum Schluss ist, man kann etwas gegen ungesunden Perfektionismus unternehmen. Verhaltenstherapeutische Methoden haben sich hier als sehr wirksam erwiesen. In einem Folgebeitrag, der sobald fertiggestellt in der Videobeschreibung zu finden sein wird, gebe ich eine genaue Anleitung über wirksame Selbsthilfe. Ich hoffe, dass dieses Video eine grobe Übersicht über das Was und Woher des Perfektionismus geben konnte und sage abschließend: Danke für die Aufmerksamkeit.